jetzt hier in Varel bei der Premium Aerotech GmbH mit dem Dr. Joachim Schmidt und er möchte uns heute zeigen, was so passiert hier auf dem Werksgelände. Und dafür ist es draußen sehr kalt und sehr windig, dafür gehen wir am besten rein in die Produktionshalle. Sehr gern, guter Vorschlag. Ja, Herr Schmidt, wir sind ja jetzt hier in der Produktionshalle angekommen, es ist jetzt deutlich wärmer und wie viele Menschen arbeiten hier und was produzieren Sie überhaupt? Ja, bei uns in Varel arbeiten etwa 1500 Mitarbeiter. Davon sind 800 Mitarbeiter in der Teilefertigung, in der Zerspanung insbesondere angestellt. Und wir stellen Teile für Airbus, für andere Flugzeughersteller her, Strukturbauteile aus Aluminium, Titan und anderen metallischen Werkstoffen. Und wie ist das Unternehmen? Wir sind ja jetzt hier am Standort in Varel. Das Unternehmen hat ja noch mehrere Standorte. Wie ist das Unternehmen strukturiert? Wo ist der Hauptsitz? Und Ja, unser Hauptsitz ist in Augsburg. Die Premium Aerotech in Summe hat 5 Standorte aktuell in Deutschland, einen noch in Rumänien. Der Hauptsitz in Augsburg ist der Sitz der Geschäftsführung. Dort ist auch unser Engineering, unsere Entwicklung angesiedelt. Im Norden haben wir noch den Standort Nordenham, direkt an der Wesermündung gelegen. Ist prädestiniert für große Bauteile, die dann zu unseren Kunden in Hamburg geschickt werden. Und hier in Varel sind wir halt zuständig für die Zerspanbauteile und für kleinere Montagen. Dazu gehört dann auch noch Bremen und wir haben auch noch einen kleinen Standort in Hamburg. Ich würde sagen, wir können uns gerne ein paar Sachen davon anschauen, wenn Sie mögen. Dann können Sie uns gerne mal etwas, einen kleinen Einblick in die Praxis geben. Sehr gerne. Ja, wir können jetzt ein paar fertige Bauteile sehen, wenn Sie dazu mal ein paar Sätze sagen können. Was sehen wir hier, wo wird es verbaut später? Ja, das sind jetzt von uns hergestellte Aluminiumträger, die im Rumpf eines A320 verbaut werden als Verstärkungselemente. Das Grundmaterial ist Aluminium, man erkennt es auch an der schön charakteristischen silbrigen Färbung. Und Sie erkennen, dass wir hier mit unseren Werkzeugen ordentlich Spuren hinterlassen haben. Das, was so schimmert, sind halt die Werkzeugspuren. Aluminium wird verbaut, weil? Weil es bei recht guter Festigkeit sehr wenig wiegt. Also Aluminium zählt zu den Leichtmetallen und wird insofern sehr, sehr gerne im Flugzeugbau verwendet. Wird hier schon an den günstigen Ticketpreisen quasi gearbeitet im ersten Schritt? Genau. Flugzeuge müssen immer leicht sein, damit sie mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch auch von A nach B kommen. Und deshalb wird Aluminium gern verwendet. Wir haben uns da drüben gerade fertige Teile angeschaut. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, wie entstehen die? Können Sie den Entstehungsprozess genauer erläutern? Ja, da sind wir hier genau richtig an einer Fräsmaschine, an einer Hochleistungsbearbeitungsmaschine. Wir können hier in den Bearbeitungsraum reinschauen und wir sehen gerade, wie ein Bauteil im Prinzip zerspannt wird. Das, was da so spritzt, ist Kühlschmierstoff, der dient zum Kühlen, zum Schmieren, damit es halt auch nicht zu heiß wird. Und was ansonsten wegfliegt, sind die Späne, die wir aus dem Vollmaterial herausarbeiten. Wie schnell dreht sich die Kurbel? Kann man das vergleichen mit einem Schraubenzieher zu Hause? Ja, kann man, aber man muss einen Faktor 10 berücksichtigen. Also wir arbeiten hier normalerweise so mit 20.000, 30.000 Umdrehungen pro Minute. Jetzt in diesem Fall sind es gerade 22.000 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, das Werkzeug dreht sich tatsächlich 22.000 Mal in einer Minute. Eine normale Bohrmaschine zu Hause ist wahrscheinlich so bei 3.000 am Ende. Was wird denn hier gerade gemacht überhaupt? Können Sie das sehen? Oder können Sie das? Hier wird jetzt eine sogenannte Rudergabel für ein Seitenleitwerk hergestellt. Die Bauteile werden später an unseren Kunden in Stade, Airbus Stade, geliefert. Ja, und wir bearbeiten aus dem Aluminium das Fertigteil heraus. Und wenn Sie einen Rohblock an Aluminium bekommen, wie lange dauert es, bis es dann fertig geschliffen ist oder geschnitten ist? Das ist Fräsbearbeitung und wir haben normalerweise Laufzeiten von 1 bis 2 Stunden, bis ein Bauteil komplett fertig bearbeitet ist. Das heißt, aus dem Rohmaterialblock werden dann 95% Späne erzeugt und 5%, damit das Flugzeug weiterhin schön leicht bleibt, 5% sind dann das Bauteil, was später auch im Flugzeug eingesetzt wird. Schmelzen Sie die Späne wieder ein? Gibt es so Möglichkeiten? Ja. Die Späne werden gesammelt, die werden getrocknet und werden dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt. Was sehen wir hier gerade? Können Sie die Bilder vielleicht kommentieren, die Zuschauer zu Hause sich angucken? Ja, hier wird gerade die Arbeit vorbereitet für die Zerspanung. Das heißt, wir haben hier ein Rohmaterial auf eine Werkstückpalette aufgespannt. Die wird dann automatisch in die Werkstückpalettenpufferung eingelagert und steht dann der Zerspanung zur Verfügung. Und wie lange dauert dieser Prozess dann?
Das reine Vorbereiten der Arbeit läuft Hauptzeit parallel. Das heißt, in der Zeit arbeitet die Maschine, die Fräsmaschine, nimmt etwa 15 Minuten in Anspruch. In der Zwischenzeit kann das Bauteil oder können andere Bauteile bearbeitet werden. Und die Bearbeitung dieses Bauteils, bis es dann fertig ist, das kann durchaus mal 6 Stunden in Anspruch nehmen. Ja, wir sind ja mittlerweile in einer deutlich leiseren Halle angekommen. Was passiert in dieser Halle? Ja, in dieser Halle wird metallischer 3D-Druck durchgeführt. Das heißt, wir nehmen ganz feines Titanpulver, schmelzen das punktuell auf und beim Erstarren entsteht genau an dieser Stelle dann das feste Material. Der Rest des Pulvers kann dann entnommen werden und dadurch lassen sich ganz geometrisch anspruchsvolle Teile herstellen. Dieses Teil ist zum Beispiel wofür? Dies ist ein Verbindungselement für ein A350 Türscharnier, was in herkömmlicher Bauweise aus 35 Einzelteilen bestand und jetzt in einem Druck komplett hergestellt wird. Wir sehen hier jetzt zwei Teile im direkten Vergleich. Was, erzählen Sie mal was dazu. Ja, hier sehen wir nochmal die herkömmliche Bauweise. Das sind zwei Titan-Einzelteile, die hinterher in einem Montageverfahren zusammengefügt wurden. Hier können wir heute mit dem metallischen 3D-Druck das Teil in einem Druck herstellen und es erfüllt die gleiche Funktion wie früher diese beiden Bauteile. Das wirkt ja schon viel schlanker. Da könnte jemand denken, okay, das ist vielleicht instabiler als vorher, es ist nicht mehr ganz so wuchtig, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Anforderungen, die an das Bauteil gestellt werden, sind die gleichen wie an das Vorgängerbauteil und die Anforderungen werden auch durch den 3D-Druck erfüllt. Wenn man durch eine Flugzeugtür geht, dann geht man auch immer durch ein Stück Farrel, zumindest wenn es einen Airbus betrifft. Können Sie das kurz erklären? Genau, bei den modernen Airbussen ist das so. Wir fertigen hier in Farrel die Tür-Tor-Rahmen für die Airbus-Familie A320, A350. Das heißt, das, wo Sie durchschreiten, wenn Sie in ein Flugzeug reingehen, das wird hier in Farrel entsprechend zusammenmontiert. Was können wir hier hinter uns dann sehen, konkret dazu? Ja, hier sehen wir jetzt die Montagelinie für eben diese Tür-Tor-Rahmen. Das ist eine getaktete Montagelinie, die wir jetzt im letzten Jahr neu aufgebaut haben hier bei uns und die uns ermöglicht, den hohen Anforderungen an die Produktionsrate nachzukommen. Und wir haben gerade schon einen Blick auf die Tafel geworfen. Die Kunden sind wirklich weit verstreut, oder? Über die ganzen, also American Airlines war dabei und was Asiatisches war dabei. Ja, genau. Also alle modernen Verkehrsflugzeuge von Airbus haben weltweit einen Kundenstamm und dafür werden hier in Farrel die Tür-Tor-Rahmen hergestellt. Ja, Herr Schmidt, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Wir sind jetzt hier wieder angekommen am Anfang der Tour. Es ist immer noch tüchtig windig. Ich würde vorschlagen, wir gehen zurück ins Studio nach Oldenburg und sprechen da einfach weiter. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Ja.